Willkommen zu einer neuen Folge Spuk, Terror und Gedärm. Yeah, heute wieder mit Video. Deswegen plappert Carsten mich auch so schön nach. Das mache ich immer, übrigens auch wenn wir nur Audio aufnehmen, mache ich das auch. Also, das Ach. siehst du nur nicht. Ja. Ja, toll. Gut, dass du es mir jetzt sagst. Ja, ich äff Das dich immer nach, wenn du redest, toll. dann immer. Schön. Das freut mich für dich. Ja, oder? Ja, worüber reden wir denn heute? Wir haben uns heute, beziehungsweise eigentlich haben wir letztes Mal schon entschieden, dass wir jetzt wieder mal eine Chronikenreihe machen. Und zwar hatten wir es, glaube ich, in ein oder zwei früheren Folgen schon mal angeteasert, dass wir es machen. Tausendmal haben wir es schon gesagt. Bestimmt. Und Wir waren zwar immer zu geht's. geizig, das war das Ding. Wir haben tatsächlich bis zu Black Friday gewartet. Hey, Bis die 10 Juni. Euro! 10 Ja, Euro! Mann! Hallo? Ich fand das wichtig. Das sind anderthalb Dönertaschen. Exakt, das ist der Punkt, exakt. Genau, so. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, jetzt die Universal Monster-Reihe zu machen. Und wir steigen auch direkt super stark ein, und zwar mit Dracula. Dracula von 1900, Achtung Leute, 1931. Oh ja, Mann. Oh ja, das war gewöhnungsbedürftig zu gucken. So viel kann ich schon Allerdings, mal verraten. allerdings, wir sprechen hier wirklich von der Ursuppe des Horrorfilms, ne? Von der absoluten Ursuppe. Ist so. Also es gab vereinzelt schon vorher Horrorfilme, In Europa vor allem, ne? Entschuldigung. aber man sagt nicht zu Unrecht, dass Dracula so ein bisschen das Horrorgenre quasi gegründet hat, vor allem in Amerika. Ja, Oder begründet. und jetzt wird dann auch so ein bisschen auch deutlich, warum die Universal Monster so einen Stellenwert haben, ne? Also das ganze Universal-Ding, weil die waren ja die absoluten Pioniere, beziehungsweise der Studiochef zu dem damaligen Zeitpunkt war ja ein Pionier, weil der Film ist ja, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, entstanden, weil der Chef unbedingt Bram Stokers Dracula verfilmen wollte. So, das war so sein Anspruch. Das hat er sich auch schon ganz lange vorgenommen und er hat das aber lange nicht durchbekommen bei Universal, ne? Bis das dann doch mal machen durfte, weil die haben sich halt wirklich nicht getraut, also nicht so an das Genre dran getraut und dachten sich so, ja. Und dann gab es ja dieses Bühnenstück dazu und gehört das nicht eher auf die Bühne als auf den Film? Und da gab es Riesendiskussionen drüber. Und dann noch Tonfilm. Überleg mal, Tonfilm. Was ja noch gar nicht so lange ging überhaupt, ne? Das gab es ja noch nicht so lange. Nee, deswegen, wir gehen richtig, richtig weit zurück. Allererstes, was ich sagen muss, Hölle ist das gut restauriert gewesen. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Mein Deswegen dachte lieber ich auch Scholli. eigentlich, es wäre irgendwie aus den 50ern oder so. Ich hätte jetzt nicht Ja. gedacht, dass es tatsächlich von 1931 war. Oder ich fand das so faszinierend, mir das Das haben die anzuschauen. Ich dachte richtig so, gut boah, gemacht. ist das scharf. Boah. Da muss man auch sagen, da hat sich der Kauf der Blu-ray halt echt gelohnt, ne? Also Das. für das und für das Bonusmaterial. Also, das ist echt, das war jeden Cent wert. Vor allem, weil wir noch Ja, 10 Euro gespart haben. genau. Das war, wenn ich das jetzt noch richtig sehe, Jesse, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Chronik gesehen, gehen wir jetzt ja tatsächlich in Jahresschritten dann immer weiter, ne? Also wir werden auch den Fortschritt so ein bisschen miterleben. Ja, nicht ganz. Also wir haben ja gesagt, wir gehen von links nach rechts vor. Naja, stimmt. Und Phantom der Oper beispielsweise ist, glaube ich, kommt bei uns jetzt relativ weit hinten, war aber Ah. tatsächlich vor Dracula. Ah, okay. War nämlich, glaube ich, sogar schon 1925. Jetzt lehne ich mich aber ein bisschen weit aus dem Fenster. Holy, holy shit, das wird ja interessant. Das, Ja. ja, aber da freue ich mich schon richtig drauf. Auf das Phantom der Oper, jetzt ernsthaft? Ja. Weil du die Geschichte so magst oder weil du es gerne mal sehen wollen würdest? Weil ich die Geschichte mag. Ich habe auch das Buch von Susan Cain ein paar Mal gelesen, tatsächlich, weil meine Mutter hatte das damals und das hat mich irgendwie als Kind völlig fasziniert. Aber ich habe den Film auch mal gesehen als Kind. Und da war ich noch sehr klein und ich hab mir in die Buchse geschissen damals. Ich hatte so Angst. Okay. Weil dieser Typ einfach so, oh, der sieht so gruselig aus. 25, Ja. okay. Ja. Na dann. Das sage ich dir jetzt und wenn wir den dann gucken, demnächst, dann scheißt du dir in die Buchse.
Ja, garantiert wird das passieren. Garantiert wird das passieren. Das glaube ich nämlich auch. Bevor wir loslegen, dann nochmal die Frage, hattest du die deutsche Version jetzt von Dracula geguckt oder hast du dir das englische Original gegeben? Teils. Also ich habe den Film so auf Deutsch geguckt und habe dann aber auch nochmal auf Englisch geswitcht und fand es aber jetzt auch, also mal abgesehen von dem grandiosen Akzent von Bela Lugosi, also Wahnsinn, also das kann man natürlich schwer adaptieren. Ja, aber ansonsten sind die Dialoge halt sehr gut übersetzt, ne? Das muss man schon sagen. Und ich finde, es wirkt auf Englisch eigentlich so von den Dialogen her genauso gestelzt wie auf Deutsch. Das macht keinen Unterschied. Wir hatten das gerade eben ja schon im Vorgespräch gehabt, so dieser Gedanke, so es wird garantiert damit zu tun haben, dass wir haben sehr viele Theaterdarsteller, weil es gab noch nicht so diese Filmkultur, gerade was den Tonfilm angeht. Absolut. Und die mussten ja auch erstmal lernen und deswegen ist der Film auch so wahnsinnig intoniert, wenn sie sprechen. Ne? Die müssen einfach nur sagen, gib mir mal eine Zigarette und das ist alles so, könntest du mir eine Zigarette geben? So, ja, vor allen Dingen, dann kommt erstmal 3 Sekunden Pause und dann antwortet der andere. Das ist alles super langsam. Das macht einen wahnsinnig. Also mich hat es wirklich genervt teilweise. Und da dachte ich mir, man muss da aber ganz anders rangehen. Man muss sich eigentlich irgendwie gerade denken, ich gucke jetzt ein Theaterstück, das verfilmt wird. Ja. Oder das halt aufgenommen wird. Und dann geht man da ganz anders an die Sache dran. Exakt das ist es. Das war auch so, wo ich mich auch dann so reingedacht hatte. Ich hatte am Anfang so, mein Gott, Schnitt, Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss. Aber... Das ist auch geil, die Szene, wo Dracula vorgestellt wird. Also der Mina und der Lucy und so. Dies ist Graf Dracula. Hallo. Und dann Lucy. Hallo, Graf Dracula. Und dann wieder 3 Sekunden Pause. Und dann Schnitt zu Mina. Hallo. Oh, es macht einen fertig. In der Royal Albert Hall war das, ne? Diese, wo die das... Es ist grandios. Auch zu Beginn, wo ich übrigens tatsächlich überrascht war, wie gut die Matte Paintings aussahen, fand ich persönlich. Also so die Hintergründe, die haben sie echt ganz. Oh, die waren also, toll, ja. Ne? Also auch mit dem Schloss im Hintergrund und so. Die Kulisse war super. Ja, das sieht sehr schön aus. Da kann man echt nicht meckern, was auch so, was Kulisse angeht. Klar, die Effekte, da müssen wir nicht drüber reden. Gerade das die Fledermäuse. Dieser deutsche Satz, ne? Das stimmt. Da kann man echt nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Nee, aber das war wirklich gut. Ich hätte das ist sehr interessant, ich hätte das nicht erwartet. Dabei ist es eigentlich bescheuert, weil Künstler gab es schon damals. So Matte Painting, ob die das jetzt in den 60ern gemalt haben oder in den 30ern, das wird immer das Gleiche gewesen. Das war halt immer in Farbe und da war es halt im Schwarz-Weiß-Film übernommen worden. Und aber das hat sich so schön nahtlos eingefügt. Das fand ich so faszinierend. Du hattest nicht so diesen Eindruck, dass die vor so einer leeren Kulisse standen oder dass die vor so einem Bild standen, sondern das hatte eine gewisse Tiefe. Und das fand ich echt, da war ich wirklich so, wow, krass, hätte ich nicht erwartet. Das stimmt. Aber wo du es gerade schon angesprochen hast, bei der Fledermaus musste ich halt jedes Mal lachen. Also ja, das ist wirklich sehr laut. Die Fledermaus ist halt krass. Ich finde das so geil, wie Jonathan Harker hinter der herrennt, wie mit so einer, als wenn er so eine Fliege verscheuchen will, ne? Ja, und das Ding ist, die Fledermaus ist ja auch dreimal so langsam wie eine Fliege. Genau. Also wenn die mit diesen Flügel schlägen, da kommt die aber echt nicht weit in der Frequenz. Das ist so, so gut. Auch was ich sehr schön fand, war ja dieses, wie die mit der Kutsche dann halt nach Transsilvanien fahren und dann diese Innenshots von der Kutsche. Das hat mich so ein bisschen an Star Trek erinnert, tatsächlich. Ja, wenn die sich festhalten am Schiff. Das ist so geil gewesen. Übrigens, das kleine Mädchen ist die Nichte, glaube ich, gewesen von dem Studioboss. Sehr interessant. Ja, kleines Mädchen ist gut, ne? Also, ich hätte die jetzt schon als junge Frau eingestuft. Ja? Ja, doch. Okay, die hat so eine quietschige Stimme gehabt. Dann habe ich mich da. Ja. Ja, hat die aber als alte Frau auch noch gehabt, weil die hat eine Doku ja gehostet. Genau, da hat sie das Vorwort gesprochen. Fand ich auch irgendwie faszinierend. So, also, weil... Warte mal, die Blu-Rays sind bei 100 Jahre Universal. Also das war ja das 100-jährige Jubiläum, wo sie diese ganzen Filme restauriert haben, ne? Ja.
wann ist denn dann die Blu-ray rausgekommen? Weil so lange gab es Universal noch nicht, als es weil ich glaube, durch die Horrorfilme hatten die auch erst so ein bisschen erst ihren richtigen Durchbruch. Ne? Also ich meine, Universal Studios gab es noch nicht so lange. Übrigens eins der schönsten Logos. Ja, die haben vorher Stummfilme schon gemacht, das weiß ich wohl, aber wie lange es die jetzt gibt, weiß ich auch nicht. Ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Recherchieren. Ja, könnte man machen. Könnte. Ne, aber dieses Gewackel ist toll. Ich fand auch Transsilvanien fand ich super, wie dann auch die Einwohner gesprochen haben. Das war auch sehr schön. Wahrscheinlich waren es Amerikaner mit Bärten. Die waren auch so klischee-mäßig, sahen die auch aus. So ein Kringelbart und so lustige Hosen hatten die an und so lustige Mützen auch. Die haben sich halt auch sehr klischee-mäßig verhalten, ne? Ja, so richtige Rednecks, so. Okay. Boah, und dann kommt er, der absolute Held, hier Gollum persönlich, sein Sohn, ey, Renfield. Der Typ ist ja mal richtig geil, ne? Renfield fand ich tatsächlich sogar, muss ich sagen, gruseliger als Dracula. Absolut. Absolut. Dankeschön. Ging dir auch so, der ja. Der hatte dieses creepy Gesicht, ne? Boah, das war mal so... Ey, die Mimik. Ohne Witz, ne? Das sah so richtig, richtig wahnsinnig aus. Also so richtig mad. Voll mad. Ja, ist genau. Renfield ist... Das ist doch schon mal die erste Abweichung, die eigentlich von Bram Stokers Dracula, oder? Weil es geht ja eigentlich primär um Jonathan Harker und nicht um Renfield. Ja, ne? Dracula wird ja auch ganz anders erzählt. Also du hast ja in dem Buch nur Bruchstücke von Berichten und Briefen. So wird die ganze Story ja aufgebaut. Ansonsten weiß ich nicht mehr so viel darüber. Ich habe es mal gelesen, aber ich war noch sehr jung. Ich glaube, ich weiß nicht, keine Ahnung, so 14, 15. Ich hab und damals fand ich sterbenslangweilig, weil echt, ich war zu jung. Ja, okay. Ich nehme jetzt mal als Referenz, weil ich das mehr noch im Kopf habe, die Verfilmung von Francis Ford Coppola mit Keanu Reeves und Winona Ryder und, oh Gott, wie hieß der? Der Dracula war so geil. Welcher Schauspieler war der? Hier der von Hogwarts da, der Onkel von Harry Potter. Ach Mensch, wie heißt der Schauspieler? Alter, das ist, der Schauspieler ist das. Gary Oldman. Oh mein Gott, ist der gut. Und der ist auch bei Dracula halt gut. Was für ein cooler Dracula er ist. Und ich habe mich da jetzt so ein bisschen dran orientiert. Und ich meine, da war es ja wirklich so, dass Renfield eine Nebengeschichte war. Also die ist schon passiert. Und es geht eigentlich um Jonathan Harker, der das Grundstück auch verkauft und so. Ne? Soweit ich mich erinnere. Aber der Jonathan Harker hat ja da einfach eine total unwichtige Nebenrolle. Weil auch da ist der Punkt, dass... Man kann sagen, der Studioleiter hat sich etwas übernommen bei der Idee, wir verfilmen Bram Stokers Dracula. Der Film geht 70 Minuten. Der Francis Ford Coppola-Film geht über 2 Stunden. Da sieht man allein schon, was da so ein Unterschied ist. Ja, und der hat ein anderes Tempo, das muss man dann noch dazu sagen. Ne? Die 70 Minuten in der 31er-Version sind ja wirklich gestreckt. Einfach dadurch, dass die Dialoge halt auch so langsam erzählt werden. Ne? Ja, und wahnsinnig viel Zeit geht ja dafür rauf, Bela Lugosi in der Nahaufnahme zu sehen, wie er starrt. Ja, aber ich muss es sagen, hattest du nicht auch irgendwie den Eindruck, dass der die ganze Zeit irgendwie skeptisch guckt? Ja, der immer so. Genau, ne, so weil der nämlich immer so. Ja, und eine dann Augenbraue das Gesicht so, ist immer so oben. Und immer so gesmirkt hat dabei, so dieses. Ja, das kam dann in einer ganz anderen. Erst hat er immer sauer skeptisch geguckt, so. Und dann irgendwann grinst er dabei und es sieht total lustig aus. Ich kann das gar nicht nachmachen. So. Ja, und dann ist er mal, und das Licht fällt dann auch noch so unvorteilhaft über seine Augen. Und dann da ist das eine Auge ist etwas dunkler und deswegen wirkt es dann noch skeptischer. Ja. So, es ist so geil. Ich musste immer so lachen. So. Sieht halt wirklich aus wie. Skeptical Dracula. Skeptical. Not amused Dracula. Ach ja. Genau. Also, das ist ja schon gut. Ich fand, schön war aber die Szene, und das kann ich mir echt vorstellen, dass das im Kino damals gewirkt hat, als Renfield mit der Kutsche halt ins Schloss gebracht wird, dann aus der Kutsche aussteigt und dann mit dem Fahrer reden will und der ist nicht mehr da. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das gut ankam. Da dachte ich mir auch so, oh, okay.
Aber das Ding war ja, da war ja ein bisschen Foreshadowing dabei, weil er sieht ja irgendwie raus und dann sieht man, dass er auf der Kutsche kein Kutscher mehr sitzt, aber dass die Fledermaus halt so lustig darüber fliegt. Und die macht ja immer so doing, doing, Genau. Und immer doing. die Flügel gehen immer nur so Ja, genau. Das ist halt wirklich so flop, am Faden und flop. dann immer hoch. Es ist halt einfach Gummi. Und ich fand das auch, weißt du, was ich auch geil fand? Als Renfield ihm seinen Koffer gibt, wie er das annimmt. Erst den ersten Koffer, dann gibt er ihm die Aktentasche und die packt er dann so umständlich auf seinen Schoß. Das ist auch grandios. Warum macht er das Ich eigentlich? weiß es nicht, aber die viel wichtigere Frage, die ich mir wirklich die Hälfte des Films gestellt habe, warum sind in dem Schloss Gürteltiere? Und Opossums. Und Opossums? Why? Es ist Wie kamen die da hin? Transsilvanien. Ich weiß es nicht. Ratten? Okay, aber das waren keine Ratten, das waren Opossum, ne? Das waren Opossums und Gürteltiere. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die Die satanischen Gürteltiere? transsilvanischen Gürteltiere. Das gemeine transsilvanische Gürteltier, was da so rumläuft. Das blutsaugende, ziemlich fiese und fuchsige Gürteltier aus Transsilvanien ist es. Das war auch so. Da haben die sich gedacht, Und ja das komm, das Tier. Opossum. Ja, die Tiere sehen ja brutal aus. Alter, Gürteltier und Opossum. Das sind so auf einer Liste von, die sehen gefährlich aus. Das sind die ja wirklich die absoluten Loser, ne? Die sind da, die sind gerade so auf einer Linie mit dem Quokka aus Australien. Das ist genauso creepy ist. Ja, aber Also stell dir mal Gürteltier. vor, die hätten wirklich einen Quoker genommen. Das wäre ja Boah, so. das hätte er die ganze Zeit gestanden. Hätte Spaß gehabt in dem Backen. War einfach nur glücklich. Wäre glücklich, in Transsilvanien zu sein und denkt sich so, man, es ist ja immer glücklich, das Tier. Egal, wo du es hinsetzt. Auf dem Bahngleis so. Nee, aber das Gürteltier, ey, und Gürteltier ist schon maximal niedlich, ne? Also das fand Ja, ich, ich hab's schon. nicht, das war so geil. Und auch sehr schön, weil, von das ist auch eine hier, eine, ich habe mir ja Notizen während des Films gemacht, da steht hier wirklich, warum Gürteltiere im Schloss? Fragezeichen, Fragezeichen. Große Frage. Aber was ich Vielleicht sind ja, das was seine ich, Spirit Animals. es kann sein, dass nicht die Fledermaus, vielleicht kann er sich. Vielleicht kann sich dieser Dracula auch nicht in den Wolf verwandeln, sondern in den Gürteltier. Das Blöde ist nur, das ist nirgendwo unauffällig, ein Gürteltier. In London ist es auch nicht unauffällig. Da werden Wolf unauffälliger. Aber das Gürteltier. Ja, wobei das mit den Wölfen wird ja auch thematisiert, dass das nicht so ganz unauffällig ist, ne? Da Das sagt der stimmt, Doktor ja das auch an stimmt. einer Stelle, warum haben wir jetzt in London auf einmal hier Wölfe rumlaufen? Ja, und vor allem haben wir auf einmal Berechtigte so Frage. viele Fledermäuse. Sehr große Fledermäuse dazu. Aber Die komm, sehr langsam fliegen. die sehr langsam fliegen. Aber trotz alledem hat der Film, jetzt hat mir gerade eben das Matte Painting, ich fand einen Shot, also zwei Sachen, die haben mich sehr überrascht. Und zwar war es, das eine war, wir hatten so einen Sam Raimi Steadicam Shot auf den Sarg. Das fand ich interessant, weil die Kamera ist so langsam an den Sarg rangefahren und mein Gedanke war die ganze Zeit, das konnten die noch gar nicht 31. Ich dachte, die Kameras wären so fest, aber es war ja anscheinend schon möglich, die zu bewegen, die Kamera. Das war mir nicht bewusst. Auf jeden Fall, ja. Und Also dann mir war gab es das auch nicht diese. bewusst, aber mir wäre das auch gar nicht so richtig aufgefallen, weil. Ich könnte mir vorstellen, dass Sam Raimi sich davon hat inspirieren lassen, weil sehr viele moderne Horrorregisseure haben sich von diesem Film inspirieren lassen, weil, naja, das ist halt der Ursprung, ne? Ich fand aber ein Bild sah richtig cool aus und das war, als die Bräute, Draculas Bräute aus den Särgen ausgeschieden sind, dann stehen sie da unten alle in den Katakomben und das sah richtig cool aus, fand ich. Aber die waren auch nur Eye Candy und dann waren die weg, ne? Du hast nichts mehr von Ja, denen die haben mitbekommen. überhaupt keine Rolle gespielt eigentlich. Das fand ich Voll auch ein bisschen schade. schade. So, das hätte man Total. irgendwie ausbauen können. Ne, weil ja auch in dem Coppola-Film haben die ja eine viel größere Rolle. Ich meine, gut, deren Rolle ist es halt, Keanu Reeves auszusaugen. Keanu Reeves Würde ich auszusaugen. auch gerne mal aussaugen. John Wick würde ich auch gerne aussaugen. Constantine, Mann. Ja, man, Konstantin. Oh, du hast es richtig gesagt. Gott sei Dank. Es gibt ja viele, die sagen Konstantin, aber Ach es so, ist ja Konstantin. der gute Konstantin. Der Konstantin Wecker, der Dämonenjäger. Das wäre die deutsche Variante. Konstantin Wecker so mit weiß gekokstem Nasenloch kämpft er gegen Satan. Das wäre Ja, unsere und dabei Variante. dann so, Mando. Ja, Mann, das macht mich wahnsinnig. Ja, Gott.
Was hatten wir noch? Was ich auch sehr, sehr schön fand, war, das fand ich aber wirklich dialogmäßig gut, als du die Spinne da siehst und dann kommt ja Dracula rein und sagt dann, die Stimme webt ihr Netz für die Fliege. Und im Endeffekt ist das ja eine Meta-Aussage gewesen, weil im Prinzip webt ja Dracula gerade das Netz für Renfield. Also Renfield ist ja in dem Fall dann auch die Fliege. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht, diesen Schuss. Das habe ich ganz anders empfunden, lustigerweise. Oh. Aber das liegt wahrscheinlich an meiner Aversion gegen Leute, die in ihrer Wohnung Spinnennetze einfach kleben Ach so. lassen Ah. und dann sagen, ja, das ist ja nützlich, weil fängt ja die Fliegen und Mücken. Und ich denke mir immer nur so, ja, nee, in Wahrheit bist du einfach zu faul zum Putzen. Und da dachte ich dann auch so, dieses übertrieben große Spinnennetz, das da hängt, ja, also das ist ja nicht nur so ein kleines Ding in der Ecke, sondern das ist halt so, über der Treppe befindet sich ein riesiges, menschengroßes Spinnennetz. Und der Renfield muss halt einmal so machen, so, ja, um da Yes, durchzugehen. yes. Und ich denke mir so, Dracula, du faule Sau. Ja, aber wann soll er das denn machen? Abends? Abends hat er zu tun. Was hat der eigentlich zu tun abends? Eigentlich hat der nichts zu tun, außer reich sein. Ich wollte gerade sagen, der kann doch wohl mal putzen. Also ich habe tagsüber auch zu tun. Ich habe eine Vollzeitarbeitsstelle, ich habe Ja, einen und Hund der hat und ich noch schaffe drei das Bräute, die trotzdem. das machen könnten. So. Deswegen siehst du die nicht mehr. Ach so, Deswegen weil siehst du ich. die. Die haben die Bude geputzt. Dann doch endlich, ne? Es Bei sind denen die war das 30er, peinlich. Jesse. Es sind die 30er. What a time to be alive. Die haben die Bude geputzt. Deswegen hast du die nicht mehr gesehen. Wir haben ja auch Ja, keine auf die Idee Spinnennetze mehr sind die aber gesehen. echt früh gekommen, du. Ja. Wer was ist nichts gesagt? Jetzt kommt Besuch. Wir sind ja total unvorbereitet. Und dann sind die, weißt du, so. Die jetzt noch nicht. Deswegen sind die umgezogen aus dem Schloss. Das geht ja mal gar nicht. Denen zu dreckig. Und dann haben die sich gedacht, wir ziehen jetzt ins nächste Schloss, bis das auch dreckig ist. Es gibt ja Gott sei Dank genug Schlösser in Europa. Bäm! Entweder das, wie gesagt, oder die Bräute haben sich aufgeregt. Oder unangekündigter Besuch. Was ist das denn? Beides ist möglich. Wir wissen es nicht, weil es wird ja nie erklärt. Wir schauen uns lieber an, wie, und das ist auch so geil, wie Dracula sich so suspicious an Renfield ranschleicht. Das ist auch geil, Oh wer sich da ja. den Finger schneidet, dann kommt Dracula so an. Der hat auch diese geilen Finger-Moves da immer, ne? Wobei das irgendwie cool ist, weil auch da wieder, das haben sehr viele danach kopiert, aber das ist auch so schön. Und dann wieder so das Kruzifix total gelangweilt runterfällt. Es sind so schöne Szenen dabei. Wusstest du eigentlich, dass die Szene, als Renfield ohnmächtig wird und Dracula den beißen will, dass das Studio gesagt hat, das wollen wir nicht sehen, weil das ist ja schwul? Das habe ich auch gelesen. Das war zu homoerotisch. Und dann haben die tatsächlich eine Memo an den Regisseur geschickt, so, nee, Dracula darf nur Frauen beißen. Das waren die 30er, ne? Das Es muss waren man die sich mal 30er. vorstellen, Es waren die ey. 30er. Also. Wir sind schon ein bisschen weiter, ein Stück weiter sind wir gekommen. Zum Glück, muss man sagen. Ja, total, total. Also heutzutage ist es Dracula scheißegal, wen er beißt. Oh Das ist ja. sein gutes Recht. Das ist sein gutes Recht, dass er das machen kann, Das wie er ist will. so, Ey, ja. Alter, ey, du bist unsterblich. Warum sich an irgendwas halten, drauf geschissen? Leute, guckt euch True Blood an. Da seht ihr mal richtige Vampire, die einfach nur die Fetzen fliegen lassen. Ist allen scheißegal. Die Solche haben halt Vampire sind richtig cool. Bock. Die haben einfach Bock. Hier, Alexander Skarsgård, der denkt sich auch so, pff, mir doch egal. Ich kann nicht reinbeißen, passt doch. Nee, das war sehr schön. Dann habe ich aber mal eine Frage. Als Dracula übersetzt, ne, das ist ja die alte Geschichte, er kann ja nicht über das Meer und deswegen wird er ja in seiner Heimaterde halt transportiert. Ey, wie fuchsig, wie schlau das ist. Wie clever, ne? Aber wie dumm auch eigentlich diese Regel ist, die sich so leicht aushebeln lässt, ne? Ja, Das ist ja voll die bescheuerte Lücke so. also erstens das und zweitens dachte ich mir auch, okay, wie groß ist denn der Sarg, dass der voller Erde ist und dass er dann noch da drin schlafen kann? Ja, vor allem, wie ich der sag. Und wie riecht der mit der ganzen Erde da drin? Ist ja auch Ja, irgendwann wird das das. ja muffig, ne? Ja, aber ich glaube, da hat früher alles gerochen. Ja, Oder stimmt. glaubst du, das war jetzt irgendwie. Also auch Draculas Bräute waren bestimmt nicht so tasty. Die haben nicht nach Zimt gerochen oder so. Nee, nee, nee. Ja, die haben nicht so oft gebadet, habe ich auch gehört.
Ne? Aber das Schiff. Sie im Matsch gepennt haben, ne? Ja, vor allem, wie kommen. Das ist aber auch so eine Frage, die ich mir stelle. Die schlafen in ihrer Erde, ne? Aber die kommen immer wie geleckt raus. Wie geht ja. das? Ja, ja, ja. Ich würde das gerne wissen. Das fände ich wenn du das auch so machen würdest, oder? Das, ich würde da meinen Hund mit einsprühen. Der kann dann an der Erde rumfummeln, rumspielen, ist aber immer picobello so, ja. sauber. Vielleicht, ist das ja, so ein, vielleicht sind die imprägniert. Das sind vielleicht imprägnierte Papiere. Ohne Witz, mein Hund ist ja imprägniert worden, offensichtlich. Also vom Vorbesitzer. Der muss ja irgendwann mal diesen Hund eingesprüht haben. Weil immer, wenn der sich draußen wälzt oder in der Erde spielt, dann ist der zwar erstmal dreckig, dann kommt der aber nach Hause, legt sich irgendwo hin und dann flatsch, ist alles auf dem Boden und der Hund ist wieder sauber. Und bei dem fällt es auf, der ist cremefarben, ne? Hm. Ist das cremefarbend? Oder ja. sagt man beige? Nee, cremefarbend. Cremefarben, ne? Ist cremefarbend, ja. Imprägniert. Creme. Also die Vampire wurden dann auch imprägniert. Schön. Aber genau. Imprägnierspray. Von Deichmann. Von der Schiff, mit dem er nach London kommt, ne? Das ist doch eigentlich die Demeter. Aber in dem Artikel, den man liest, das ist ein anderes Schiff. Warum ist das so? Oder ist es gar nicht die Demeter gewesen? Vielleicht liege ich jetzt auch vollkommen falsch und ich orientiere mich an dem Film. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht wollte ich jetzt einfach nur ein bisschen flexen. Ach so. Ja. Und ich habe dich eiskalt abgeflext. Ja, ich habe keine Ahnung. Kannst du mir denn das sagen, dass zum Beispiel mit den Schwarz-Weiß-Filmen, ne? Mir ist eine Sache aufgefallen. Also erstmal muss ich sagen, dass Filme in Schwarz-Weiß tatsächlich immer sehr gut wirken. Ich glaube, der Film würde total beschissen wirken, wenn er in Farbe wäre. Aber warum sind eigentlich mal die Augen so weiß? Hat das mit dem Negativ zu tun? Hast du da irgendwelche Insights? Hast du da nicht recherchiert? Da habe ich tatsächlich nicht zu recherchiert. Es ist mir aber auch gar nicht so dolle aufgefallen. Wobei, also ja, man sieht das in einigen Szenen, wenn die, wenn gerade Renfield und Dracula die Augen so aufreißen. So. Das machen ja voll häufig. Aber vielleicht hatten die damals auch einfach so weiße Augen. Aber die haben doch damals geraucht. In den 30ern? Nee. Ging das nicht erst in den 50ern so richtig los? Mit dem Rauchen? Nee, in den 30ern. Hast du den Film 20ern, ne? Hm. Ja. Da hatten die auch immer diese Zigarettenhalter, damit die Zigaretten. Diese stylischen, ne? Diese, ja, stimmt. Die super lang. Aber ich glaube nicht. Meinst du, die hatten weißere Augen in den 30ern? Ich meine, warum sind die denn. Aber die Frage ist doch, warum sind die Augen. Vielleicht an die Spookies eine Frage. Warum sind Augen mittlerweile nicht mehr so weiß? Das kann ich dir beantworten. Das liegt auch ganz eindeutig am Alltagsstress und am Kapitalismus. Wenn man so viel arbeitet und so viel vom Bildschirm sitzt, dann werden die Augen automatisch dunkel und rot. Ich sag's dir. Ist das jetzt, war das jetzt eine ernst gemeinte Aussage? Nein. Ach so. Ich war kurz am Überlegen. Ich habe nämlich jetzt schon wieder vor meinem inneren Auge ein paar Leute zu Hause gesehen. Genau! Der Kapitalismus! Der ist der Böse! Richt hat sie! So. Aber ist doch wahrscheinlich nicht der Fall. Nein, nee, keine Ahnung. Das ist alles Quatsch. Ja, womöglich ist es tatsächlich so, dass vielleicht durch die Negativablichtung oder so, dass das ein bisschen anders ist. Keine Ahnung. Egal. Gott, wie wollen wir weitermachen? Also die übliche Geschichte, man kennt sie, Dracula kommt in London an. Als erstes wäschpert der sich so eine Tante da weg an der Laterne, was auch sehr schön ist. Sie wird gebissen und dann schreit sie es. Ja, das war auch der langsamste Übergriff, den man sich nur vorstellen konnte. Also man sieht ja auch, die anderen Leute gehen ja und Dracula geht ja in die Gegenrichtung. Und Dracula bewegt sich ja halb so schnell wie alle anderen Leute. Das hat mich ja schon aufgeregt. Ja, weil wenn irgendjemand hinter Dracula hergeht, dann kommt der ja nicht durch. Hält den ganzen Verkehr auf, der Gute. Und dann greift er sich ja diese Olle und dann sieht man noch so, wie er sich so über sie beugt. Und dann zieht er sie ja so hinter die Ecke, damit man nichts mehr sieht. Und dann fängt sie ja irgendwann an zu schreien. Also auch nach den obligatorischen 3 Sekunden, die sie wahrscheinlich warten musste. Das ja. war Regieanweisung. Warte, jetzt schrei. Und dann geht es ja noch weiter, dann kommt ja der Bobby an und der wartet aber auch die Anstands 3 Sekunden, bis er pfeift. Das habe ich eh nicht verstanden. Das war so lustig. Ne? Ich musste auch so lachen dabei, weil er steht dann da, guckt sich das an, dann fängt er an zu pfeifen mit seiner Trillerpfeife
Und dann kommen Leute angerannt und er sagt den Leuten, bitte gehen Sie weiter, bitte gehen Sie weiter. Und ich denke mir so, warum pfeifst du dann? So, was hast du denn erwartet, was passiert? Damit die anderen kommen. Also ist, der, ja, ist die wer? Pfeife nicht, die anderen Polizisten. Also die, das ist ja damals so gewesen, weil die ja, es gab ja keinen Funk damals. London, große Stadt, deswegen hatten sie eine Pfeife. Wenn etwas war, dann haben sie gepfiffen und dann kamen alle in Richtung des Pfeifenden, damit sie mehrere sind. Das ist tatsächlich der Gedanke gewesen. Ja, aber das ist doch klar, dass andere Leute auch kommen. Ja, natürlich. Natürlich ist das klar. Das stimmt. Das wirkt irgendwie sehr bizarr auf mich. Ja, absolut. Ich musste echt ein bisschen lachen. Ich dachte mir, was hat er denn jetzt erwartet? Was passieren würde? Wer aber gar nicht mal so schlecht war als Darsteller, fand ich Van Helsing. Der sah irgendwie cool aus. Ja, bis auf das eine Mal, als man ihn dann irgendwie stehen sieht und im Profil. Ja! hast du auch gemerkt, dass er irgendwie ein bisschen krumm Rücken hat? Ja, wie er da so steht, so wie er so einen Revolver hält, so mit seinem, mit, was hat er in der Hand? Das Kruzifix oder das Wolfskraut? Ich weiß es nicht mehr. Wie der Dracula so abwehrt, dann steht er noch da so komisch, so ja. Aber grundsätzlich, ich habe erst so gedacht, boah, der sieht aus wie der aus Ghost in the Shell. Mit dieser komischen runden Brille. Ah ja, ne, wie Bato. Ja, stimmt. Genau, und der hat auch so ein super markantes Gesicht, der Van Helsing. Und dann diese geil blonde Igelfrisur, ne? Das war, glaube ich, sehr modisch in den 30ern. Ja, krass, ey. Ich dachte so, boah, wow, da ist die Inspiration her. Der hat sich mal Van Helsing inspirieren lassen. Was für ein verrückter Typ. Wahrscheinlich geil. Nicht. Nein. Geil. Nee, den fand ich tatsächlich ganz, ganz gut. Das war auch derjenige, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass der so extrem ausdrucksstark theatermäßig schauspielert, sondern auch ein bisschen eher schauspielert, hatte ich das Gefühl. Stimmt, im Gegensatz zu vielen anderen. Aber können wir mal einmal über Jonathan Harker sprechen? Das war der Typ von Mina, ne? Was für ein Lappen. Ja, oder? Und der wurde ja noch so lappiger, ne? durch seine beschissene Hose. Oh mein Gott, hat die mich aufgeregt, die Hose. Oh, die ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, der hatte einen Anzug. Ich dachte so, oh, er hat einen Anzug an. Und dann hat er aber die Anzughose, die war dann in so ganz kniehohen Socken versteckt. Oh nein. Oh ja, nein, warum? Ja weiß ich nicht. Weiß nicht. Und da ist ja die Szene, wo sie anfangen zu quarzen und dann Van Helsing erkennt, dass Dracula ein Vampir ist, weil er nicht das Spiegelbild in der Schatulle sieht. Ich frage mich die ganze Zeit, warum hat man in der Zigarettenschachtel, in der Kiste, warum ist da ein Spiegel drin? Damit man sich angucken kann, wenn man sich eine Kippe anmacht? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist einfach, damit man Vampire erkennen kann. Völlig logisch. Also, dass ich daran nicht gedacht habe, ne? Ja, dass ich daran nicht gedacht habe. Carsten, dafür hast du ja mich. Das stimmt, aber ernsthaft jetzt die Szenen und dann nochmal einen Sprung zurück zu Renfield. Die Szenen, die ich tatsächlich am interessantesten fand, waren wirklich immer die Renfield-Szenen, ne? Wenn der ausgebüxt ist. Der hat auch so ein ganz ekliges Lachen gehabt. Es war so ein bisschen wie der Joker, hat der geklungen. Ja, und man hat das Lachen ja auch teilweise gehört, bevor man ihn dann gesehen hat. Ja, das war das echt stimmt. Cool. Der war gar nicht mal schlecht. Also ich fand, der hat natürlich krass Overacting betrieben. Der war vom Gesicht her, ich fand den, wie du schon sagtest, der war auf jeden Fall einschüchternder und der wirkte unberechenbarer als jetzt Dracula, gerade auch als die Reinigungsfachkraft, ich wollte jetzt nicht Putzfrau sagen, in Ohnmacht fällt, wo er sich dann an sie ran sneakt. Ne? Das war das Übelste, ja, auf jeden Fall. Ja, weil eigentlich frisst er ja, also er ist ja, nachdem er zu Dracula kommt, in seinem Bann dann und ist quasi sein Igor, kann man das so sagen? So kann man sagen, ja. Ne, sein Lakai und der Lakai von Dracula trinkt ja kein menschliches Blut, sondern der ernährt sich ja erstmal von Insekten. Und wenn er Blut trinkt, dann halt von kleinen Tieren, so Ratten und sowas. Das ist ja seit jeher so gewesen, wobei ich auch irgendwie, das hat Fragen aufgeworfen. In einer Szene hieß es halt irgendwie, er ernährt sich vom Blut von Fliegen und Mücken. Und da dachte ich mir, er sich dann so weg, ne? Wie saugt man vor allen Dingen eine Fliege aus? Du nimmst die so zwischen den Fingern, drehst den Kopf ab und dann einfach so. Ja.
Wie so ein Shot. Ja, da liegt da in seiner Zelle liegt bestimmt wie so Kürbiskerne, ne? Die Schale liegt da auf dem Boden, liegen dann die ganzen Fliegen rum. Ja, weil ja, die Fliegen sind ja aus Chitin, ne? Also selbst eine fleischfressende Pflanze frisst ja die Fliege nicht komplett auf. Da bleibt ja das, der Panzer übrig. Der ist ja knallhart. Ja gut, aber der kann ja trotzdem den Kopf abdrehen und dann so. Ja, ich hatte mir vorgestellt, dass er so einen ganz kleinen Strohhalm hat und dann mal rum. Oh, delicious. Stell dir mal vor, der wär dazu angehalten worden, dass er sich von Zecken ernährt. Boah, wie ekelhaft. Der müsste dann immer hinter Hunden herlaufen, dass von den Hunden die Zecken abfallen, um sich dann die Zecken reinzusnacken. Oh, und das ist so ekelhaft, weil wenn ihr Hunde habt und die schon mal Zecken hatten und ihr schon mal so richtig vollgesogene Zecken hattet, wenn die aufplatzen, das ist ja, oh. Ja, ah, es ist ekelhaft. Ja, wenn die so richtig vollgesogen wird, weil man die nicht so sofort gesehen hat und dann zieht man die raus, ne, und dann hast du diesen fetten Sack da und dann. Ja, und das Ding ist, wenn die aufplatzt, dann ist das, was rauskommt, auch nicht rot wie Blut, sondern das ist so eine schwarze Terpampe. Ja, also das könnte sich Renfield zum Beispiel nicht wäschern. Also der müsste dann doch, ja, dann geht das nicht. Dann muss er bei den Fliegen bleiben. Das war eine Nummer zu hart. Na. Jetzt, was ich interessant da fand und deswegen auch das Thema, dass ich den Film halt so nicht gerade nah an der Vorlage fand. Jetzt geht der Film rasant zu Ende. Ne? Also Dracula beißt Mina. Mina wird ein bisschen nervig. Ja. Ich habe nur gewartet, kriegt sie nicht sogar eine geknallt? Nein, ne? Nein, das wäre mir aufgefallen. Aber vielleicht wäre das mal ganz sinnvoll gewesen. Die freudsche Taktik. Bam! Oh. Also ich hätte spüren können, die hat eine geballert bekommen von Jonathan Harker, aber okay. Nee, jedenfalls, weil er ja Lappen ist. Der war ja damit beschäftigt, die Fledermaus zu jagen, und zwar so. Das ist so gut, die Szene. Ja, jetzt geht's wirklich relativ schnell. Abraham von Helsing, Jonathan Harker verfolgen halt Dracula, der sich Mina wegsnacken will, beziehungsweise zu seiner Braut machen will. Mhm. Boah, was für ein Arsch. Neues Schloss und da hat er auch noch Mädels zu Hause. Und die anderen sitzen in Transylvanien und putzen die Bude. Was für eine Sauerei. Ja, Dracula ist echt so ein richtiger Casanova? Ja, so ein Ciccolo, ne? Ja, so ein jedenfalls, das ist ja total unspektakulär. Ne? Die finden in der Gruft vor, machen den Sarg auf, Van Helsing nimmt den Deckel, zerbricht ihn, total pragmatischer Mann, baut daraus einen Pfahl, haut ihn dann ins Herz und Dracula weg. Und Mina wieder gerettet, Film zu Ende. Das war so, okay, wow, das war jetzt aber schnell. Abrupt, ne? Ja, total. Aber können wir noch mal über den, also das Ding ist ja, der Vater von Mina arbeitet ja als Arzt im Sanatorium. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Und das Sanatorium ist ja direkt neben Draculas Wohnsitz. Und praktischerweise bringen sie den Renfield ja auch direkt ins Sanatorium, weil der frisst ja die ganze Zeit Fliegen und Spinnen und so Gesocks. Und der Pfleger. Die dachten sich, wir haben ein Problem mit Spinnen und Fliegen, deswegen nehmen wir den Renfield mit. Der frisst doch die ganzen Tiere. Die haben mir genauso gedacht wie du jetzt. Die sind einfach nur zu faul, den weit wegzubringen. Die denken sich aber, nö, das ist schon okay, wenn der hier steht. Der sorgt dafür, dass keine Fliegen und Spinnen kommen. Der ist ja nützlich. Der ist ja nützlich. Das ist unser Nutztier. Ja, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte auf den Pfleger im Sanatorium hinaus. Der ist so geil, der Typ. Den finde ich klasse. Okay. Weil jetzt stell dir mal vor, du arbeitest, ich meine gut, in den 30er war das ja so, die Sanatorien waren ja nicht darauf ausgelegt, die Leute zu heilen, sondern die haben sie ja einfach nur weggesperrt. Aber jetzt aus unserer Perspektive, aus unserer heutigen Perspektive, so eine Anstalt, Heilanstalt, Nervenheilanstalt hat man es ja auch damals schon genannt. Und dann kommt dieser Pfleger und sagt dem Renfield halt immer, boah, das ist voll verrückt. Oder ich sag's halt zu dem Arzt, ey, ja, benimmt er sich nicht total irre? Der ist so voll irre. Ja. Weißt du, wer der Renfield daneben steht? Das ist aber auch der gleiche, der als ein Wolf im Garten ist, sofort als erstes die Knarre holt. Von diesem Pfleger sprechen wir hier. Ja. Ne? Der ist auf jeden Fall sehr motiviert, der Mann. der nimmt seinen Job scheiß ernst. Aber das stimmt. Bist du bekloppt? Bist du verrückt? Was ist denn, Dulli? Ja, damals war es schwer, gutes Personal zu bekommen. Ja. Nicht nur erst für Pinhead, so das.
da, Sanatorium. Aber ich finde das eh geil, dass das Sanatorium nebenan ist. Und Renfield, ey, ungefähr gefühlt 25 Mal in die Bude reinspaziert, ne? Weil er jedes Mal ausbüxt. Wird ja später noch eine Referenz gebaut. Der Pfleger hat es nicht im Griff, ne? Nee, voll nicht. Wird ja später nochmal referenziert, dass Renfield halt wahnsinnig stark ist und dann halt auch die Gitterstäbe aufgebogen hat und so. Ja. Wie fandst du denn den Film? Ja. Oh je. Oh je. Ich fand den halt, fand den lustig. Also ich glaube, man kann sich den heute einfach nicht mehr angucken, ohne bei gewissen Szenen einfach lachen zu müssen. Und man empfindet das ja auch nicht als gruselig, was da passiert. Kannst du denn verstehen, dass es, oder könntest du dir denn vorstellen, dass in den 30ern Leute sich da extrem eingeschissen haben bei dem Film? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, das kann ich auch verstehen. Mhm. Es ist ja auch so, dass wohl irgendwie Frauen regelmäßig im Kino in Ohnmacht gefallen sein sollen, als sie den Bela Lugosi dann als Dracula gesehen haben. Weil es Bela Lugosi war oder weil es Dracula war? Ja, weil Bela Lugosi ja quasi der Dracula war. Ah, okay. Und doch, ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine gewisse Faszination hatte, weil Bela Lugosi war ja damals auch so ein bisschen Role Model. Also, ne, der galt ja als extrem attraktiv. Und deswegen war der ja für die Rolle für Dracula so ein bisschen perfekt, ne? Weil er soll ja einerseits, ne, jemand mit Sex-Appeal sein, aber auch gefährlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das die Leute dann so ein bisschen, einerseits schockiert hat und andererseits so ein bisschen angemacht. Also die Faszination dafür kann ich halt schon verstehen, vor allem, weil das halt was war, was noch nicht da gewesen ist. Ja, das ist ungefähr so, als hättest du jetzt in der Neuzeit Avatar zum ersten Mal gesehen. So dieses, sowas habe ich ja noch nie gesehen, so in diesem, oder Terminator oder irgendwie sowas in dieser Art, ne? Das ist so, ist halt Filmgeschichte. Und was ich auch ganz krass finde, ist, dass dieses Bild von Dracula sich ja in den Köpfen der Menschen festgesetzt hat. So, Dracula ist ja eigentlich nie wieder großartig anders dargestellt worden. Ja. Und das Witzige ist ja auch, selbst wenn du irgendwie zu dem Source Material, zu dem Buch oder zu dem Bühnenstück überhaupt keinen Bezug hast oder auch noch nie einen Dracula-Film gesehen hast, weißt du ja trotzdem, wer Dracula ist und hast direkt trotzdem diese Vorstellung von dem im Kopf. Ja, weil er wurde ja überall so adaptiert. Graf Zahl. Ja, genau. Gutes Beispiel dafür. Und damit wirst du ja schon, ja. Mir ist das aufgefallen, als der Film beginnt und Renfield aus dieser Kutsche aussteigt und dann sagt, er möchte zum Borgus-Pass, er möchte Graf Dracula besuchen. Und dann drehen die Dorfbesucher ja völlig durch und sagen, oh, Dracula, auf keinen Fall, mach das nicht. Und ich denke mir auch so, ja, bist du doof? Du willst zu Graf Dracula? So, aber damals war Graf Dracula ja gar kein Begriff. Nein. Ja, ja, es ist, das, ist wirklich... Da muss man sich reinversetzen, ja. Ja, da wurde im Prinzip 1931 die moderne Popkultur mitgeprägt. Das ist schon irgendwie faszinierend. Da muss er erstmal bringen. Ja. Und ja, du hast recht, dieser Look, auch dieser Gentleman-Vampir, obwohl das war auch im Buch schon so. Aber wobei, ist der im Buch nicht hässlich? Ich glaube. Ich hatte das in irgendeiner Doku nämlich gesehen, dass Nosferatu kam ja auch irgendwie ein, zwei Jahre vorher raus. Ist ja ein deutscher Film. Und dieses eklige Bild von Nosferatu, dass das eigentlich eher dem entspricht, was Dracula laut Buch sein sollte. Also, dass der gar nicht so schick und gentleman-like ist, sondern dass er eigentlich eher so ein bisschen pestilenzialisch aussieht, sag ich mal. So als würde er Krankheiten verbreiten. Möglich, möglich. Ich, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf, aber möglich ist es. Und dann haben sie sich vielleicht gedacht, okay, wir brauchen aber irgendwie die Hauptfigur, vor allem, du kannst. Erstmal, es wäre wahnsinnig teuer, halt so eine Maske herzustellen. Zweitens wäre vielleicht die Wirkung nicht so. Und drittens haben wir jetzt mit Bela Lugosi, haben wir jetzt einen Schauspieler, der vielleicht die Leute auch so anlocken würde. Und also es kann sein, dass es damit zu tun hat. Ne? Speaking of, eine Sache noch, was ich ja richtig geil fand bei dem Film im Making of, dass die ja zwei Sprachversionen gedreht haben. Und Universal, ja. nein, wir synchronisieren den Film nicht. Wir drehen einfach zwei Versionen. Voll easy. Geil. So geil.
Die haben ja die spanische und die englische Version back-to-back gedreht. Das heißt, morgens war, glaube ich, die englische. Und abends wurde die spanische gedreht mit anderen Darstellern, aber exakt das gleiche Set. Ich glaube, die hatten sogar gesagt, die Marker auf dem Boden waren auch die gleichen. Die hatten den gleichen Text, die haben das gleiche. Was für eine abgefahrene Idee, weil ich meine, das machst du heute. Das ist unglaublich. Aber das Coole daran war ja, dass sich die spanischen Darsteller die Takes von den englischen angucken konnten und dann die ganze Zeit den Anspruch hatten, das besser zu machen. Mhm. Und teilweise haben die das auch geschafft. Weil man ratet das spanische Werk ja eigentlich mittlerweile viel höher als das englische, weil die auch ganz andere Effekte hatten. Ach. Also technisch soll das tatsächlich der bessere Film sein. Ich habe auf der Blu-ray ist der spanische drauf, ne? Ich glaube ja. Also ich habe auf jeden Fall Ausschnitte von dem spanischen Film gesehen und ich muss sagen, also so im direkten Vergleich mit dem englischen war das echt besser. Vor allem, wenn man so die Takes sich nimmt, wo die Leute ein bisschen schneller agieren. Das ist zum Beispiel diese eine Szene, wo dieses Spiegelding, na, was du gerade gesagt hast, dieser Raucherkasten. Die Kippenschachtel. Ja, der Raucherkasten ist gut. Der okay. Raucherkasten. der Van Helsing macht den ja auf und macht Dracula dann darauf aufmerksam, dass der sein Spiegelbild da drin nicht sehen kann. Und dann schlägt Dracula, also Bela Lugosi, ihm das ja so aus der Hand, aber der macht dann ungefähr so. So ganz komisch, das sieht so völlig unnatürlich aus. Und das hat der spanische Darsteller ganz eindeutig besser gemacht. Oh, interessant. Es sieht natürlicher aus. Und was auch lustig ist, die spanische Version hat mehr Sex-Appeal. Was ja wahrscheinlich an einem Darsteller liegen wird. Ja, was ist denn los, ey? Das ist ja wohl jetzt. Das ist ja ein No-Brainer. Warum haben die eigentlich die spanische? Wahrscheinlich US-Markt, ne? Na klar, ist ja auch eine Sprache, die. Lag daran, dass lateinamerikanisches Publikum einfach Filme gerne in ihrer Sprache gesehen hat. Und die waren mit der Synchrotechnik damals einfach noch nicht so weit. Also sie konnten Filme noch nicht vernünftig synchronisieren. Das ist einfach das, was dahinter steckt. Und dann haben sie einfach zwei Filme gedreht. Ja genau, ich finde diese hemdsärmelige Lösung so geil. Ne? Mhm. Das ist so wie, auch als wir damals über die 80er mal gesprochen haben bei Carpenter. Solche Lösungen sind das dann. Dann drehen wir halt zwei Filme. Das ist halt so, ja okay. Mich hat das so ein bisschen an Breaking Bad erinnert. Bei Breaking Bad ist ja tatsächlich auf Spanisch auch nochmal nachgedreht worden als spanische Telenovela. Als Telenovela vor allem, das ist völlig Wahnsinn. Verrückt. Ja, es ist wirklich gut. Aber jetzt mal weg von Dracula, ich ganz gerne einmal über Bela Lugosi an sich sprechen. Das ist nämlich eine ganz interessante, leider auch nicht ganz so schöne Geschichte, aber ich finde das total faszinierend. Also das Erste, was ich noch so im Kopf hatte, war, ich glaube, der war Broadway-Darsteller, also Theaterdarsteller. Mhm. Und was interessant bei ihm war, und das deswegen redet er auch so komisch, weil der konnte kaum Englisch und der hat die ganzen Sätze, die Takes hat er ja phonetisch gelernt, ne? Der hat sich wirklich das in Lautschrift aufgeschrieben und hat das dann ausgesprochen. Ey, dafür top, klang das echt gut, weil er klang dann noch mysteriöser, er klang dann wirklich wie jemand, der aus Transsilvanien gebrochenes Englisch sprechen würde. So, das war wahnsinnig gut. Boah, was für ein Aufwand das gewesen ist. Und die hatten ja auch erklärt, dadurch, dass er das halt so gelernt hat, war der auch extrem konzentriert. Hm. Und deswegen wirkt er auch immer so. Der hat ja sowas erhaben, Abwesendes aber auch gleichzeitig. Mhm. Der wirkt immer so ein bisschen, als wenn er durch die Leute durchguckt, als wenn er durch die an den Leuten, als wenn er überhaupt nichts beachtet. Ich glaube, aber tatsächlich, es war, weil er sich da halt extrem konzentriert. Ey, du musst dich ja extrem konzentrieren, wenn du diese Sprache nicht sprichst, ne? Absolut. War ja so ein absoluter Durchbruch. Ja, entschuldige, du bitte. Und er war ja auch gar nicht erste Wahl für den Film, ne? Also er hatte am Broadway vorher schon mal Dracula gespielt. Und die wollten ihn ja gar nicht haben. Also als erstes war ja, glaube ich, Conrad Wade als als Graf angedacht. Und das war ein deutscher Schauspieler, der ist dann aber auch nach Deutschland zurückgegangen, hat auch gesagt, die Sprachbarriere wäre ihm zu groß. Und dann hatten sie ja Lon Chaney im Blick. Das ist der auch das Phantom der Oper gespielt hat. Und der ist dann aber tatsächlich ein paar Wochen vor Drehbeginn an Krebs verstorben. Und Bela Lugosi hat die Rolle ja im Endeffekt dann, also sie hat ja richtig drum gekämpft und der hat die Rolle dann im Prinzip einfach nur bekommen, weil seine Gage so niedrig war. Der war halt dann billig. Ich glaube, der hat 3000, irgendwie, ne?
3.500 Dollar bekommen. Ja. Hm. Ich meine, was damals natürlich immer noch mehr Geld war als jetzt, bedeutend mehr Geld, aber es ist trotzdem schon nicht viel gewesen. Oh, ohne Frage, ne? Inflationsbereinigt ist das bestimmt eine Menge Kohle gewesen, aber der hat ja immer, ich meine, das wird ja häufig auch erwähnt in der Dokumentation, der hat ja im Prinzip immer einen Kampf gegen die Armut gekämpft in seiner Karriere, weil, wie war das nochmal, er hatte keinen Vertrag mit Universal, das heißt, er musste um die Filme kämpfen. Sein großer Konkurrent ist ja Boris Karloff gewesen. Mhm. Also ich glaube, aus der Sicht von Bela Lugosi der Konkurrent war. Ich glaube, Karloff war da eigentlich, ne, so, der war, glaube ich, so der Entspanntere von beiden. Ja gut, und der war der Entspanntere, weil er ja auch der Berühmtere war. Der war wirklich der Berühmtere. Und der hatte sich immer so ein bisschen im Schatten von Boris Karloff gesehen. Und du hast auch sehr viele Filme, wo beide gespielt haben. Und da haben sie auch in der Doku so darauf hingewiesen, dass Lugosi dann auch wirklich versucht hat, immer auffälliger zu sein als Boris Karloff in den Filmen, ne? Was ihm ja teilweise auch gelungen ist, muss man sagen. Teilweise ja. Ich war aber auch fasziniert. Aber er ist dafür ja nie anerkannt worden eigentlich. Nie. Und ey, der hat so viele Edgar Allan Poe-Filme gemacht, ne? Also das hat mich auch tatsächlich erinnert. Rue Morgue war dabei, meine ich, und definitiv The Raven, ne? Und Der schwarze Kater. Stimmt, der war auch dabei. Also faszinierend. Rue Morgue fand ich aber auch krass, wo sie es erklärt haben. Da ging es ja darum, dass der Film das eigentlich Sodomie darstellt, ne? Ja. Alter. Richtig krass. Das fand ich auch richtig gut, weil das hat der Typ in der Doku so valid erklärt. Er meinte halt, dass das Horrorfilm-Genre auch einfach super dafür ist, Tabus anzusprechen, die du sonst ja gar nicht ansprechen kannst. Und Sodomie ist natürlich auch immer noch ein krasses Tabu, ne? Und in den 30ern halt erst recht. Und die haben sich da schon was getraut, muss man sagen. Total. Aber ich hatte das, also das, erstmal hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, obwohl das eigentlich naheliegend ist, Jesse, dass es damals schon Poe-Verfilmungen gab, natürlich. Mhm. Ne? Aber ich habe da, das, da war ich sehr beeindruckt. Aber das war jetzt so ein bisschen in Bela Lugosis Karriere echt so ein Ding, weil er hat ja irgendwann dann nur noch Nebenrollen angenommen. Und dann hat er ja später, soweit ich mich nur erinnere, hat er Frankenstein gespielt, ne? Mhm. Anstatt, also zur Erklärung, wir werden über den wahrscheinlich auch demnächst sprechen. Boris Karloff ist Frankenstein, super ikonische Optik. Also auch da, wenn du an Frankenstein denkst, jetzt hast du das Bild im Kopf. Ja. Exakt dieses Bild. Das ist so drin. Auf jeden Fall hatte er Frankenstein gespielt und soweit ich weiß, hatte er eine Bluttransfusion bekommen und ist dadurch erblindet. Und dieses Getorkel, das fand ich ja faszinierend. Dieser torkelige, wankende Lauf oder Gang von Frankenstein, das ist nur dadurch entstanden, dass Bela Lugosi halt nichts gesehen hat, ne? Also, dass er ihn so gespielt hat, als hätte er nichts gesehen. Das ist halt das Witzige. Und das ist aber nachher aus dem Film rausgeschnitten worden, also dieser Kontext. Und deswegen wusste man dann als Zuschauer gar nicht, der torkelt und streckt die Arme so aus, weil der blind ist. Wir wissen es jetzt. Und wir wissen es jetzt auch. Ja, Fun Fact. Also das war eigentlich, ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ich finde das vor allem aber auch krass, dass der ja in diesem Zustand dann halt noch geredet, aber ihm blieb ja nichts anderes übrig. Ne? Also der hat ja wirklich, und ich glaube, der absolute Tiefpunkt kam dann ja natürlich, als er bei Ed Wood halt eingestiegen ist. Also wer ihn jetzt nicht kennt, Ed Wood, so der nachgewiesen schlechteste Regisseur aller Zeiten, gibt es einen sehr guten Film mit von Tim Burton, ne? Sogar Ed Wood. Mit Johnny Depp als Ed Wood. Ja. Und da ist ja die absolute Ironie, die ich ja total geil fand. Da ist ja ein Darsteller, ich habe jetzt seinen Namen nicht im Kopf, der in Ed Wood Bela Lugosi spielt. Und der hat eine Auszeichnung dafür bekommen, Bela Lugosi zu spielen. Und Bela Lugosi hat noch nie eine bekommen. Ja. Boah, ist das bitter. Da kann man mal sehen, wie underrated der Mann war, ne? Ja, irgendwie schon. Also auch wenn du die Leute in den Dokus halt das Reden hören, die haben ja alle sehr über ihn geschwärmt. Ne? Also du hattest das ja schon gesagt, der galt ja damals als, der war ja so ein Typ wie heute Hugh Jackman, ne? Also auf dieser Ebene. Ja. So in Sachen Sexappeal und guter Schauspieler und kann irgendwie alles und so. Das war so. Ja, das Ding ist ja auch, dass man ihm einfach die Rollen, die er verdient hätte, einfach gar nicht gegeben hat. Weil alle in der Doku haben gesagt, der wäre eigentlich voll der geile Charakterdarsteller gewesen, wenn man ihn gelassen hätte. Aber man hat ihn nach Dracula halt so furchtbar auf dieses Genre reduziert. Und auch auf Dracula. Was ja heutzutage selbst. Auch häufig passiert, ne? Also viele, guck mal, wir haben ja auch
in der heutigen Zeit bekannte Beispiele, die es aber teilweise geschafft haben. Leonardo DiCaprio war ja auch abgestempelt, hat es geschafft. Ist mir auch als erster eingefallen. Und jetzt überlege ich mal, was der für ein krasser Schauspieler geworden ist. Total. Oder hier Brad Pitt, der war immer auf den Schönling gemünzt und er hat ja komplett dagegen gearbeitet. Ne? Klar, Joe Black und dann Fight Club so. Also der war ja mal sehr divers in seiner Auswahl. Und ich kann es verstehen, wenn man dieses sogenannte Typecasting halt erfährt, dass man dann wirklich, und der hat ja wahnsinnig viele Dracula-Filme gedreht, ne? Ja. Dass man dann natürlich auch irgendwann frustriert ist. Und dazu kommt dann natürlich noch der Pleitevogel, Pleitegeier, der über dir kreist. Du kannst nicht davon leben, dass du Dracula-Filme machst. Das geht einfach nicht. So viele Dracula-Filme, dass du davon gut leben kannst, kannst du gar nicht machen. Ja, und das wird ja immer abstruser, ne? Frankensteins Sohn versus Dracula oder Dracula versus Wolfman. Ja, genau. Frankenstein lernt Wolfman kennen. Ja, so richtig. Die gehen damals, die hatten damals schon so wie heute Marvel Cinematic Universe. Das war das, das Universal so. Monsterverse damals. Also das ist einfach eigentlich, ehrlich gesagt, eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil wie du schon sagtest, es scheint ja einfach ein guter Darsteller gewesen zu sein. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf, ich hoffe es, dass es bei der Blu-ray dabei ist, aber ich gehe mal davon aus, das ziehen jetzt komplett durch, dass wir auch Boris Karloff nochmal als Porträt haben, weil ich finde, diese Box, ich bin da bei dir, der Film selbst, den kannst du dir, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, den musst du mal gesehen haben, das ist so ein Klassiker. Du kannst ihn dir angucken. Ich finde, der ist super geil, wenn du eine Halloween-Party hast, einfach im Hintergrund ohne Ton laufen zu lassen. Das ist so ein Ambiente-Film. Aber was an dem Blu-ray, an dieser Blu-ray mir allein gefallen hat, war tatsächlich das Bonusmaterial. Weil das war halt wirklich Deluxe. Da war halt diese Doku zu Bela Lugosi. Es war noch, glaube ich, zu dem spanischen Film. Da gab es dieses Vorwort noch. Es gibt ja auf der Blu-ray ist auch noch eine alternative Version mit einem anderen Soundtrack. Der ist ja nachgedreht worden tatsächlich, also beziehungsweise nachkomponiert worden. Das war, glaube ich, in den 80ern oder 90ern, weil 90er, das ist mir direkt aufgefallen, als ich die Blu-ray eingelegt habe und der Titelbildschirm kommt, hörst du die ganze Zeit Tschaikowski, also Schwanensee, dieses ganz berühmte Stück aus Schwanensee. Und ich dachte mir, was ist jetzt? Jetzt gucke ich mir jetzt Schwanensee an oder was? Ah, die einfach dafür geklaut. Ja, und der Witz ist, ich dachte die ganze Zeit, boah, das Lied kommt dir so bekannt vor. Ist das der Pate? Das war mein Gedanke. Nein, Carsten. Hör dir die Titelmelodie vom Paten an. Die ist nicht ich so weit weg. Die. Und ohne Scheiß, vielleicht ist die Inspiration mit Schwanensee, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass der Typ sich gedacht hat, lehnen wir das an Schwanensee an. Kann sein, ich weiß es nicht. Das ist jetzt wird es schwurbelig. Aber das ist drauf. Dann haben wir noch diese geile Dokumentation, wie dieser Film restauriert wurde. Da kriegen wir einen Einblick in die Archive von Universal. Oh mein Gott, ey. Wo dann zigtausende Filmrollen rumstehen und da auch mal für. Ja, genau. Das war nämlich das Ding. Die Sachen, die konnten mal nicht so eben kurz digitalisiert werden, weil ich glaube, die mussten auch besonders verpackt und verschickt werden, weil nichts mit Erschütterung. Ja, die haben da super strenge Richtlinien, weil im Prinzip ist das erklärt der Typ in der Doku auch, im Prinzip ist das Schießpulver. Mhm. Das ist so dermaßen leicht entzündlich und geht dann auch direkt hoch. Das ist der Wahnsinn, echt. Also kann man sich ja in Inglourious Basterds auch ganz gut angucken, was passiert, wenn man sowas in Brand steckt. Exakt. Ja, und aber da, also es hat sich, das muss ich sagen, vom Remastering hat sich das echt gelohnt. Die haben da wirklich einen perfekten Job gemacht. Also das habe ich zuletzt erst gesehen, so gut bei der Star Trek Next Generation Blu-ray Box, da ist es ähnlich. Da haben sie ja wirklich jede Folge restauriert und auf Full HD hochgerechnet und mit neuen Effekten und so. Aber ich finde jetzt bei denen, das ist schon cool. Also das ist richtig gut restauriert worden. Insofern, da kann man nicht meckern. Du weißt, was jetzt kommt? Nee, ich habe noch was. Nicht meckern können wir. Nein. Ich wollte dir deine Überleitung nicht versauen, aber ich habe noch einen lustigen Funfact. Bitte. Wo ich auch dachte, was stimmt eigentlich nicht mit mir, dass mir das direkt aufgefallen ist. Und zwar in den Dokus, da werden ja immer Textzeilen eingeblendet mit den Namen. Übrigens, ich habe das erste Mal jetzt Clive Barker gesehen. Ich wusste gar nicht, wie der aussieht. Nein? Nein.
Das war schon wieder so ein, ach, so sieht der aus. Ein bisschen anders, als man ihn sich vorstellt, ne? Voll. Das ist, was sagst du denn, dass das so ein Nerd ist, oder was? Nee, ich weiß nicht, aber man hat ja immer irgendwie so ein Bild im Kopf von einem Autor. Also generell von Leuten, die man halt kennt, aber die, wo man nicht weiß, wie die aussehen. Es werden die Spookies von uns bestimmt auch gehabt haben. Und dann haben die uns das erste Mal gesehen jetzt in der letzten Folge und haben sich gedacht, ach, so sehen die aus? Ach, so sehen die aus? So ungefähr haben die reagiert. Ja, oder auch so leicht angewidert. Ja, und innerlich so, boah, bleiben wir lieber doch bei Audio, ne? Ihr beiden Podcast-Fressen, ey. Könnte sein, dass sie es gedacht haben. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Was ich eigentlich erzählen wollte, war die Texteinblendung mit den Namen und den Berufen. Das war dieselbe Font wie bei Buffy the Vampire Slayer. Hast du das gegoogelt oder wusstest du das einfach? Ich wusste das. Oh mein Gott. Und dann passt das auch noch so gut, ne? Buffy the Vampire Slayer, merkt ihr das? Ist das wohl geil? Ja. Deine Stimme versagt total wie meine auch. Ja, weil wir so begeistert sind. Ja, faszinierend. Nicht wahr? Ja, faszinierend. Ich begeistere mich für Fonts. Ja, es ist okay. Ich habe zum Beispiel einen Fehlschuss gemacht mit, das klingt doch wie der Pate. Also, hey, du hast wenigstens die Verknüpfung richtig hergestellt, im Gegensatz zu mir. Naja. Wer kann, der kann. Aber stellen wir doch mal die Verknüpfung her zu. Wer kann, der kann? Nein, stellen wir doch mal die Verknüpfung her zum Hörerfeedback und Housekeeping. Ach ja, stellen wir mal die Verknüpfung her zum Hörerfeedback, was es jetzt dieses Mal nicht gab. Ansonsten, ich gucke mal eben ganz kurz. Doch, gab's. Nein, gab's wo? Jemand hat unter dem YouTube-Video tatsächlich kommentiert. Ach ja, ja stimmt. Und diese Person hat nicht gesagt, ach so seht ihr aus, sondern die hat sehr, wie sag ich das, sehr diplomatisch gesagt, sehr sympathisch. Ich fand das aber trotzdem toll. Total. Ich fand das auch interessant. Ja, ich war ja wieder sofort, ey, guckst du uns nur auf YouTube oder nutzt du auch die Podcast-App? Und ich habe rausgefunden, erst YouTube. Das ist interessant, dass eine Person über YouTube, was ich ja immer total verrückt finde, dass man bei YouTube halt sich Podcasts reinzieht, zu dem Podcast kommt. Das finde ich irgendwie voll faszinierend. Mhm. Ja. Ist mir, glaube ich, so auch noch nicht passiert. Aber ja. Nee, ist mir persönlich auch noch nie passiert. Also ich noch nie. Aber ich finde es, aber das ist auch da wieder, bloß weil man das selbst nicht macht, heißt es nicht, dass es alle anderen nicht machen. Es gibt auch viele Leute, die hören Musik auf YouTube, ne? Also, ist richtig, aber auch da, ne, hat YouTube ja eine große Schwäche, wie wir alle wissen. Mhm. Wenn man es auf den Handy zumacht, dann hört die Musik auf. Das ist richtig kacke. Ist absolut. Das hast du bei Podcast ja eigentlich auch, ne? Und aus dem Grund dachten wir uns ja auch, komm, ey, wir wollen jetzt nicht einfach nur unsere wunderschöne Hausfarbe, dieses wunderschöne Pink, was dir richtig in die, das ist dieses, ich habe immer, wenn ich die aktuelle Folge im Podcast catch auf, habe ich das Gefühl, da kommt eine Faust aus dem Display so raus und schlägt mich. So krass ist die Farbe. Also, dass wir nicht nur diese Farbe liefern mit ein bisschen Waveform, sondern dass wir auch sagen, okay, komm, wir liefern jetzt auch ein bisschen Video-Content. Wir gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Und das Thema Streaming. Ach so. Okay. Genau. Also das nochmal so als Info. Also nein, also das Thema ist einfach, wir bieten da jetzt einfach mal ein bisschen mehr dafür. Also uns, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr ist. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann ist es okay. Gebt da gerne ein Feedback. Wenn ihr sagt, ey Leute, das ist super unnötig, macht euch den Stress nicht, dann lassen wir es. Ja, Jesse? Dann lassen wir es. Ja, dann lassen wir es, ja. Dann geht Jessie halt nicht immer vor der Aufnahme duschen. Dann geht sie nicht halt vor der Aufnahme mal duschen. Dann lässt sie es einfach mal. Dann können wir endlich wieder stinken, ey, bei unseren Aufnahmen. Boah, endlich. Ja, und umgeben von leeren Nacho-Tüten halt, können wir dann endlich wieder aufnehmen. Das ist viel wichtiger. Nein, also Gedanke ist tatsächlich, dass dieser und das Zweite ist, wir haben die Möglichkeit, weil kurzer technischer Hinweis, beim letzten Mal haben wir gemerkt, shit, das sind ja mal eben kurz 2 Gigabyte, die jeder hochladen muss. Waren es nicht sogar 4?
waren sogar 4, ne? 2 Gigabyte war das fertige Video. 4 Gigabyte, die man hochladen muss. Und wir hatten da einen ziemlichen Struggle. Das war ein ziemlicher Kraftakt, die Sachen hochzuschieben. Also bei dir, glaube ich, vor allem, ne? Ja, nur und bei mir. Ich habe ja hier das Gammel-Internet. Also nochmal kurzer Rant. Ich wohne ja in Dortmund. Ja, das ist ja jetzt keine kleine Stadt. So fängt es immer an, ja. Und ich habe hier tatsächlich nur 16 Mbit und das ist das Maximum. Mehr geht nicht. Das ist einfach nur sick. Im Jahre 2023. Was soll ich sagen? Ich habe auch kein Glasfaser. Ich habe Glasfaser, das ist ja der Witz. Die haben es ja gelegt vor einem halben Jahr oder so. Ha. Ja, und jetzt machen sie die ganzen Straßen um mein Haus rum quasi auch noch, weil die alles zusammen anschließen. Und das ist aber nicht der Grund, warum das so lange dauert. Der Grund, warum das so lange dauert, ist, Telekom macht diese Verteilerkästen. Sie legt nicht die Anschlüsse zum Haus, sondern die machen die Verteilerkästen. Und die Telekom sagt natürlich, ja, es hat jetzt aber nicht Top-Prio. Das heißt, im Jahr 2026 werde ich vielleicht vernünftiges Internet haben. Boah, das wird so geil, wenn wir dann in 4K aufnehmen, Jesse. Und man jeden Pickel sieht. Ach, das ist doch nicht Wobei, schön. Bis dahin bin ich wahrscheinlich so alt, dass ich keine Pickel mehr habe. Ja, ich auch. Was soll ich denn sagen? Da sitzt hier so ein richtig grauer Idiot rum. Ja, also nochmal zurück zum Thema. Also wir hatten tatsächlich da diesen Struggle. Und jetzt war dann die Idee, hey, dieses Tool, mit dem wir jetzt gerade aufnehmen, Riverside, by the way, ist es möglich, das Video direkt auf YouTube zu streamen, während man aufnimmt. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass, wenn ihr möchtet, unser YouTube-Kanal ist jetzt in den Shownotes verlinkt, wenn ihr möchtet, könnt ihr tatsächlich an den Tagen, wo wir aufnehmen, live unsere Aufnahme verfolgen. Könnt ihr machen. Könnt ihr reinkommen, könnt ihr gucken, könnt ihr kommentieren. Ich garantiere nicht, dass wir sofort darauf antworten werden, weil es ist ja immer noch eine Podcast-Aufnahme. Also wir müssen mal gucken, wie wir das bewerkstelligt bekommen. Aber theoretisch ist es möglich und der Vorteil ist dann, das Video ist dann schon da und wir müssen es nicht nachträglich hochladen. Jesse, bitte, du grinst schon so allwissend. Was möchtest du von mir geben? Ich musste nur gerade dran denken, wenn ich auf der Arbeit eine Teams-Besprechung habe und irgendjemand was in den, also eine, die ich moderieren muss und einer irgendwas in den Chat schreibt, dann bin ich sofort raus, weil ich da immer sofort hingucken und drauf reagieren muss. Das wird sehr anstrengend. Wir können das theoretisch auch deaktivieren, aber ich denke, wir können es laufen lassen, um mal zu gucken, wie es wird. Weil ich wollte gerade sagen, ich fände es jetzt erstmal witzig. Ja, total. Achtung, gefährliche Aussage. Jetzt kommt eine Aussage, die schon vielen Leuten bestimmt das zu Verhängnis geworden sind. Ey, wenn wir da streamen, da werden wahrscheinlich keine Leute da reinkommen. Das dachte ich auch mal, dass das bestimmt so ist. Und dann habe ich mal auf Instagram ein Live-Video gestartet. Und da ist mir aber auf einmal die Fluppe gegangen, als ich gesehen habe, dass da auf einmal ganz viele Leute reingekommen sind. Ja. Jesse, wir sind Medienprofis. Ich als alter Streamer bin da total entspannt drin. Ich zum Beispiel ignoriere einfach den Chat. Sei denn ich zocke, dann gehe ich natürlich drauf ein. Und das ist nämlich das Ding. Also wahrscheinlich werden wir jetzt nicht in den Dialog treten können. Wenn ihr da Bock habt, und wir sollen mal irgendwie, wir können mal einfach dann überlegen, Jesse, mal so ein Q&A oder so zu machen. Wenn ihr da Bock habt, dann können wir das gerne mal machen. Aber primär geht es dann darum, halt eine Folge aufzunehmen. Das würden wir dann einfach mal probieren. Also wir sind hier gerade noch so ein bisschen in der Erfindungsphase, muss ich sagen, ne? Das ist wahr. Absolute Top-Priorität bleibt aber immer noch unser Podcast in Audioform. Das ist das Wichtigste von den ganzen Medien. Aber wenn wir natürlich die Möglichkeit haben, bei YouTube Leute zu erreichen oder vielleicht einen gewissen Mehrwert zu bieten, dann, hey, kein Ding. Vielleicht stellen wir auch irgendwann fest, hey, läuft gut auf YouTube. Dann werden wir nicht Audio sein lassen, aber dann könnten wir vielleicht auch mal mit Einblendungen oder sowas arbeiten. Ne? Das lässt sich dann doch vielleicht ein bisschen mehr Mehrwert erzeugen. Aber das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Da sind wir noch lange nicht. Aber jetzt wird's interessant. Ihr könnt uns jetzt natürlich nicht nur auf Audible, Spotify, Apple Podcasts oder irgendeinem anderen Portal bewerten, sondern auch auf YouTube. Könnt ihr uns jetzt Daumen hoch geben und ein Abo da lassen? Ich wollte es schon immer mal sagen. Oh nein. Lasst ein Abo da. damit wir der siebtreichweitenstärkste Horror-Podcast mit 2 Dullis in Deutschland sind. In der Dachregion sind. So, das wollen wir. Das ist das Ziel.
Das ist das Ziel. Wir haben übrigens heute gar nicht gesprochen, was der aber gut, haben wir jetzt ja gesagt, ne? Der SIP-freundlichste Podcast. Ist wobei, so. das ist vielleicht gar nicht so unklar, weil wir sind ja jetzt nicht unfreundlich. Ne? Insofern, nächster Film wird sein, Jesse, was ist der nächste Film gewesen in der Box? Frankenstein? Frankenstein, ne? Ich glaub, der nächste wird dann direkt Frankenstein. Ich glaube dann Frankenstein, dann kommt Wolfman. Der letzte ist auf jeden Fall der Schrecken vom Amazonas. Oh mein Gott. Den habe ich als Kind so gerne gesehen. Ich bin gespannt, wie schlimm das jetzt ist. Den habe ich wirklich gerne gesehen. Nein! Nein. Ja, ich bin gespannt. Also, diese Chronik wird jetzt, das wird jetzt ein bisschen Schmerz. Wir haben nicht die Filmvorschläge, die ihr übrigens ran habt, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber die sind nicht vergessen. Die sind in einer Confluence-Seite schön aufgelistet und die werden wir uns auch bei Zeiten vornehmen. Jetzt wollen wir aber erstmal das durchbringen und vielleicht mal gucken. Es ist ja bald Weihnachten. Wer weiß, ob es da was gibt. Jetzt habe ich was versprochen. Habt ihr gesehen? Ihren Gesichtsausdruck? So dieses, oh, halt die Fresse, Alter. Nein, das stimmt nicht. Ich freue mich da schon voll drauf, weil ich die Idee nämlich total gut finde und ich glaube, das wird richtig Bock machen. Also ich, in meinem Kopf wird das total lustig und ich glaube, für uns beide wird das auch super lustig. Ich weiß nur nicht, ob unsere Hörer das dann auch so lustig finden, aber das ist egal, weil das macht Bock. Das ist egal. Also wenn wir es machen, wenn wir es getan haben, das klingt irgendwie, egal. Wenn wir das jetzt, wenn wir das aufgenommen haben, dann schaut mal am 24.12. in eure Podcast-App. Wenn ihr reinguckt und es ist nichts da, dann haben wir uns gedacht, nee. Da war es zu dumm. Da war es zu dumm, keine Zeit. Wir waren nicht zufrieden mit dem Ergebnis oder wir haben es einfach schlichtweg vergessen. Also eins von dem kann sein, wenn wir es nicht vergessen haben, habt ihr dann was Schönes in eurem Podcatcher. Das einmal dazu. Ansonsten, gibt es noch was zu sagen, Jesse? Nee. Da war es wieder. Nee. Ja. Dann gehabt euch wohl, liebe Spookies, und einen wunderschönen Sonntag noch und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.